Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Mein Name ist Alex Alter, war wieder am Start. Heute habe ich für euch ein Digital Voice Recorder. Ganz genau richtig gehört. Ein Digital Voice Recorder. Wir packen das mal aus und testen das. Yo Leute, jetzt haben wir unser hier Digital Voice Recorder. Rich, gut. Auf der Vorderseite sieht man ein Mikrofon und unten sieht man REG oder Rich. Und auf der oberen Seite, was steht da wohl? Auf der Seite steht der Arsene of Voice. Mhm. Auf der Seite steht Digital Voice Recorder. Okay, ich glaube, es steht überall das gleiche. Gut. Auf der Rückseite, Leute, was steht wohl auf der Rückseite? Digital Voice Recorder, Brief Features, also die Features. Aber zuerst müssen wir mal das Auspacken von der Folie, ist mit Folie überzogen worden. Gut, da müssen wir jetzt unser Messer herbringen. Also wo ist unser Unboxing-Messer? Ah, unser Unboxing-Messer! Ja, willkommen, unser Unboxing-Messer. Gut, wir müssen vorsichtig umgehen damit, weil Messer scharf ist. Gut, wie machen wir das jetzt auf? Gut, hier so. Und zack. Ja, das Messer ist wirklich Hammer. Ich bin einfach verliebt in diesem Messer. Gut. Und zack, die Folie ist weg. So, es ist glatt oben. Ja, normaler Karton. Gut, was wollten wir? Ja, die Rückseite lesen. Auf der Rückseite, Leute. Brief Factories. One Touch Recording, High Quality Recording. Also ein Klick-Aufnahme mit High Quality Recording. Three Recording Modus. Es gibt drei Methoden zum Aufnehmen. VAR, VAR System, Voice Aktive Recording. Okay, mein Englisch ist nicht super, aber ich versuche mein Bestes zu geben. Recording via High Quality Mikrofon, Playing Back via High Quality Speaker. Es hat einen Speaker, Leute. Man kann damit auch seine Aufnahmen hören. Speaker Recording, Telefon Konversations Recording via extra Mikrofon, externe Mikrofon. Ein externes Mikrofon kann man auch anschließen, glaube ich. LCD Screen, White Color Black Light, yeah, Routing as Drive Free USB Flash Disk, Built-in Battery, Battery is auch, blah, Time Step Display, Hours and Minutes, Hard Format, 24 Format, ja, keine Ahnung, was das stehen soll. Professionell On Your Hardware Warranty, also eine Garantie haben wir darauf. Gut, dann öffnen wir mal das. Ja. Okay, man kann auf der beiden Seite öffnen, aber wir öffnen mal das hier. Was sehen wir denn alles hier? Aha. Okay, na komm raus. Und wir haben hier unser kleines Ding. Unser Voice Recorder, Leute. Mein neuer Voice Recorder. Ich hätte geglaubt, der ist ein bisschen größer. Der passt ja ganz gut. Gut ins Hand, Leute. Was ist noch dabei? Ja, ein USB-Kabel. Und irgendwas, wenn man sich nicht auskennt, braucht man das. Aber wenn man sich auskennt, braucht man das nicht. Gut. Schauen wir uns zuerst das USB-Kabel an. Also das Ding wird per USB-Kabel hochgeladen. Was haben wir denn da? Ein USB-Kabel. Ich frage mich jetzt, was der einen Anschluss hat. Ich hoffe, keine C-Typ. Oder doch? Der hat einen C-Typ, oder? Nein, Leute, der hat keine USB-C-Typ-Eingang. Ein normaler USB-Eingang, wie bei Samsung S7 Edge. Und ja, die Kabel ist ausreichend für PC, sagen wir mal, lang genug. Ja, gut. Jetzt schauen wir unser S-Voice Recorder. Ganz schön einfach gepackt und schaut, da ist sogar noch ein Folie drüber. Ja,
Also wollen wir den runterziehen? Ja, ziehen wir den uns runter. Ah, dieses Gefühl. Ich liebe das Gefühl. Gut, Leute. Ah, schauen wir, da haben wir ja unser Mikrofon. Ja. Okay, Leute. So, Leute, fangen wir mal gleich an. Auf der vorderen Seite ein LCD-Display mit einem Play-Button. Play-Button und... Ich glaube, das sind die Lautsprecher. Ja, der soll das Lautsprecher sein. Auf der vorderen Seite ist nicht viel. Ein LCD-Display, ein Play-Button und Lautsprecher. Gut, auf der oberen Seite das Mikrofon. Ich glaube, links, rechts. Und ja, kommen wir zum auf die Seite. Was haben wir da auf die Seite? Da haben wir einen Knopf, also einen Schalter. Da haben wir noch einen Schalter. Was wohl diese Schalter sind? Ich muss kurz nachschauen. Also Down, Up, Mode, Stop, Red. Ich sehe das jetzt erst. Und Voice Music On, Off. Okay, davon schaltet man alles ein. On, Off. Auf der rechten Seite sind also die Down, Up, Mode, Stop und Red. Also man kann es so tak. Down, Up und Mode, und hier kommt die Voice oder Musik einstellen, und hier kommt es auf und zu. Gut, dann haben wir noch hier einen Kopfhöreranschluss. Hier kommt euer SD-Karte rein, Leute. Hier kommt das SD-Karte rein, und ja, so liegt es im Hand. Ich würde das dann noch gerne probieren und das Audio anhören. Okay, Leute, nach ein bisschen hin und her herumtun habe ich es halbwegs verstanden. Also es ist eine 8 GB Speicherkarte integriert. Also es drin ist eine 8 GB Speicherkarte. Wenn man will, kann man noch ein separates SD-Karte hinfügen und somit kann man noch was aufnehmen. Also per SD-Karte, ne? Gut, jetzt nehme ich mal meine Stimme auf. Nur, ich weiß... Ich bin mir sicher, dass meine Stimme, wenn ich hier durch das Gerät abgespielt wird, irgendwie schlechter rüberkommt. Und dann werde ich es nochmal mit PC abspielen und schauen, was da alles so gibt. Gut, ich nehme mal jetzt kurz auf. Da steht Please Wait, also es nimmt nicht gleich auf, man muss kurz warten, damit es aufnimmt. Und jetzt nimmt es eigentlich auf. Jetzt, was ihr hört, ist das da, Leute. Das ist, was ihr jetzt gerade hört. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, wie es rüberkommt. Ich habe es noch nicht angehört. Und ich würde mal jetzt das stoppen und mir anhören. So, jetzt habe ich es gestoppt. Und ich höre es mal an. Man kann sogar Volumen einstellen, Leute, ne? Jetzt, was ihr hört, ist das da. Jo, Leute. Mir gefällt das Ding. Und ja, ich würde... ja. Jo, Leute, das war's dann für heute von mir mit dem... Miyuko S-Voice Recorder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, ich beende das Video hier. Und ja, die Links findet ihr in der Beschreibung. Bewertet nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt euch auf. Ciao.